Dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, dem ist eine ungeheuerliche Wahrheit über den Ukraine-Krieg rausgerutscht. Er hat ausgeplappert aus Versehen, was der Westen mit dem Ausbruch dieses Krieges wirklich zu tun hat, welchen Vertrag Putin der NATO noch kurz vor dem Einmarsch in die Ukraine angeboten hatte und wie der Krieg sehr wahrscheinlich hätte verhindert werden können. Es sind, das muss ich sagen, unglaubliche Fakten, die sonst immer abgestritten werden, Fakten, die man kaum in Deutschland hört oder liest. Ich sage Ihnen, was es damit auf sich hat. Mein Name ist Martin Wehrle. Ich bin Autor des aktuellen Spiegel-Bestsellers »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst«, gerne lesen. Die Wahrheit über den Ukraine-Krieg ist Stoltenberg rausgerutscht, als er vor dem Parlament der Europäischen Union sprach. In seiner Rede, da wollte er aufzeigen, dass Putin mit dem Krieg all seine Ziele verfehlt habe. Und dabei ist er so sehr in Fahrt geraten, dass ihm rausgerutscht ist, was der komplette Westen bislang abstreitet, die NATO genauso wie die Amerikaner, die Deutschen genauso wie die Franzosen. Alle leugnen das, was Stoltenberg ausgeplaudert hat über die Kriegsmotive Putins sowie über die vertane Chance, diesen Krieg abzuwenden. Lassen Sie mich der Reihe nach erzählen, dann können Sie die Aussage Stoltenbergs besser einordnen. Die Erzählung des Westens über den Angriff Russlands auf die Ukraine, die lautet so: Putin, ein Diktator, der sein russisches Reich mit aller Gewalt ausbreiten will, der fällt ohne Anlass über den kleinen, scheinbar wehrlosen Nachbar Ukraine her. Und um seinen verbrecherischen Angriff zu tarnen, versteckt der Diktator sich hinter der Schutzbehauptung, er wolle den Beitritt der Ukraine in die NATO verhindern. Ebenso legt er sich zurecht, den Russen sei bei der deutschen Wiedervereinigung versprochen worden, dass die NATO sich nicht weiter in den Osten ausdehne. Aber diese Argumente, so die gängige Argumentation in Deutschland, die seien etwa so glaubwürdig wie die Behauptung Hitlers, sein Angriff auf Polen sei nur eine Reaktion auf den Überfall des Senders Gleiwitz gewesen, also total aus der Luft gegriffen. Ich sage Ihnen gleich, wie Stoltenberg sich verplappert hat, es ist wirklich der Hammer. Aber auch, wie ich über Putin denke, werde ich Ihnen sagen, denn er ist für mich kein Unschuldsengel. Voll und rund ein Blick auf die Warnrufe, die erfahrene Sicherheitspolitiker mit Blick auf Russland immer wieder ausgestoßen haben. Nehmen wir Horst Teltschik, er war der außenpolitische Berater von Helmut Kohl und er hat die Wiedervereinigung maßgeblich geprägt. Er wurde auch Nebenaußenminister genannt und hat von 1999 bis 2008 die Münchner Sicherheitskonferenz geleitet. Ein Mann, der bis in die Haarspitzen seriös ist. Kaum ein anderer westlicher Politiker kennt sich mit der Ostpolitik und kennt sich mit Russland so gut aus wie er. Und dieser Professor Horst Teltschik sagt, Russland sei, Zitat, nicht einfach so in die Ukraine einmarschiert. Vorher habe der Westen versagt, die EU genauso wie die NATO. Teltschik, wohlgemerkt kein Linker, sondern ein konservativer Unionspolitiker, Teltschik kritisiert, der Westen sei im Vorfeld des Ukraine-Krieges in fahrlässiger Weise über die Interessen der Russen hinweggegangen. Es sei ein Fehler gewesen, sich immer mehr in Richtung Russland auszudehnen, wirtschaftlich und militärisch. Die NATO, Zitat, sammelte, dieses Wort hat Teltschik verwendet, sie sammelte Staaten des ehemaligen Ostblocks ein, ohne sich überhaupt darum zu scheren, wie die Russen das sehen und welche ihrer Interessen damit verletzt werden. Russland, das sei alleingelassen und isoliert worden, so Teltschik. Und auch seine psychologische Analyse, die deckt sich indirekt mit der unglaublichen Wahrheit, die Stoltenberg vor dem Europäischen Parlament rausgerutscht ist. Gleich werden Sie das Zitat hören und Sie werden staunen. Teltschik weist auf Putins Geschichtsverständnis hin, Putin sehe Russland nach wie vor als Großmacht und er wolle im Konzert der Weltmächte mitspielen. Insofern sei es ein schwerer Fehler des ehemaligen US-Präsidenten Obama gewesen, Russland öffentlich zu diffamieren als Regionalmacht. Damit habe er Putin gekränkt und seine Trotzhaltung verstärkt, so nach dem Motto, wenn ihr mich nicht ernst nehmt, dann beweise ich euch mal, dass ich militärisch doch noch in eurer Liga mitspiele. Ebenso kritisiert Teltschik scharf, dass die USA ohne Legitimation eingefallen seien in Afghanistan, im Irak, in Libyen nach der Devise, wenn's uns nicht mehr passt, dann intervenieren wir halt. Ich frage mich, welches Vorbild geben die USA damit ab?
Und war das vielleicht eine Blaupause, die Putin für seinen eigenen Angriffskrieg genutzt hat? Und wissen Sie, auf wen sich Teltschik bei seiner Kritik beruft? Auf Helmut Kohl. Kohl sagte, wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Übersetzt heißt das, bezogen auf den Ukraine-Konflikt, viele bei uns im Westen blenden aus, welche Wurzeln diesem Konflikt zugrunde liegen. Und das ist jetzt das richtige Stichwort, das Stichwort Wurzeln, um auf die Aussage Stoltenbergs des NATO-Chefs zu kommen. Er sagte, und es muss wirklich ein Aussetzer gewesen sein, denn genau das streitet die NATO ja eigentlich ab, er sagte, bezogen auf den Kriegsgrund, Hintergrund war, dass Präsident Putin im Herbst 2021 tatsächlich einen Vertragsentwurf schickte, den die NATO unterzeichnen sollte und der keine weitere NATO-Erweiterung versprach. Das hat er uns geschickt und das war eine Voraussetzung dafür, nicht in die Ukraine einzumarschieren. Das haben wir natürlich nicht unterschrieben. Und Stoltenberg fuhr fort mit, das Gegenteil geschah. Er wollte, dass wir dieses Versprechen unterzeichnen und die NATO niemals erweitern. Das haben wir abgelehnt. Und dann fasste er in klaren Worten zusammen, was sonst immer nur als russische Propaganda abgetan wird. Um es noch einmal zu sagen, er, also Putin, zog in den Krieg, um die NATO, noch mehr NATO, in der Nähe seiner Grenze zu verhindern. Und nun habe er genau das Gegenteil bekommen. Ich wiederhole den entscheidenden Satz. Putin zog nach den Worten Stoltenbergs eben nicht in den Krieg, um ein Nachbarland einzuverleiben und das russische Reich willkürlich auszudehnen oder in die alten Grenzen wiederherzustellen. Nein, Stoltenberg, der räumte ein, Putin, Zitat, zog in den Krieg, um die NATO, noch mehr NATO, in der Nähe seiner Grenze zu verhindern. Gleich zitiere ich noch einen Berater Selenskys, der diesen Standpunkt mit verblüffender Ehrlichkeit und sogar mit einer bemerkenswerten Prozentzahl bestätigt. Auch diese Aussage habe ich von meiner jetzigen Recherche leider noch nie gehört und in deutschen Medien gelesen, obwohl sie sehr bemerkenswert ist. Vorher schlage ich den Bogen noch einmal zurück zu Horst Teltschik. Er sagte, Putin habe darunter gelitten, dass ihn der Westen nicht ernst genommen und sein Land für schwach gehalten und erklärt habe. Wie kommt es also bei so jemandem wie Putin an, wenn er seine Truppen bereits an der Grenze eines Nachbarlandes stehen hat, einen Vertrag mit einer klaren Forderung verschickt und mit diesem Anliegen offenbar in keiner Weise ernst genommen wird? Bringt ihn das von seinen Kriegsplänen ab? Oder provoziert es ihn geradezu, den letzten Schritt auch noch zu gehen und den Krieg vom Zaun zu brechen? Ich will nicht darauf hinaus, dass man jede Forderung Putins einfach annehmen und durchwinken muss. Ich will darauf hinaus, dass man ihn ernst nehmen und in eine Verhandlung treten muss. Das hat zu einem Zeitpunkt gegolten, als man diesen fürchterlichen Krieg noch hätte verhindern können. Und das gilt jetzt erst recht, da man diesen Krieg nur mit Verhandlungen noch beenden kann. Und ehe ich Ihnen sage, was der Regierungsberater der Ukraine zugegeben hat, ist mir eines ganz wichtig. Sie müssen erfahren, wie ich selbst zu Putin stehe. Wer Krieg beginnt, egal aus welchen Gründen, wer Regimegegner einsperrt, wer die Pressefreiheit in seinem Land beschränkt und wer Menschen zu Verbrechern erklärt, nur weil sie den Krieg einen Krieg nennen und nicht eine Sonderoperation, wie das Putin tut, der ist definitiv mein Gegner. Ich bin gegen Gewalt, gegen Krieg und für Menschenrechte. Aber ich bin jemand, der auf beiden Augen scharf sieht. Und ich frage mich genauso, was hat der Westen, was hat die NATO falsch gemacht? Warum wurden so viele Warnrufe mit Blick auf die versprochene NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, warum wurden Warnrufe unter anderem von zwei ehemaligen US-Botschaftern in Russland, Jack Matlock und William Burns, warum wurden diese Warnrufe einfach in den Wind geschlagen? Warum hat offenbar keiner bedacht, dass Russland im letzten Jahrhundert dreimal vom Westen überfallen wurde, aber seinerseits nie den Westen überfallen hat? Warum hat keiner bedacht, dass Russland eine 2300 Kilometer lange Grenze mit der Ukraine teilt und die NATO direkt davor als ständige Bedrohung erlebt hätte? Warum hat keiner bedacht, dass der von den USA in Kiew 2014 mit vielen Milliarden herbeigeführte Regimewechsel zu Ungunsten Russlands die Kriegsgefahr massiv erhöhen würde?
Warum hat keiner bedacht, dass der einseitige Ausstieg der USA aus dem ABM-Abrüstungsvertrag und die gleichzeitige Stationierung von Raketen in Polen und Rumänien in Russland nicht gerade als vertrauensbildende Maßnahme gesehen würde? Erst recht, nachdem die USA schon im Kalten Krieg zwischen 1947 und 1989 rund um den Globus nicht weniger als 70 Regimewechsel herbeimanipuliert hatten, fast alle zu Ungunsten kommunistischer Staaten und damit gegen die Sowjetunion. Ich finde es wichtig, dass wir auch über unsere eigenen Fehler sprechen und dass wir sie in die Debatte einbeziehen. Und jetzt noch das Zitat des ehemaligen Beraters im Büro des Präsidenten der Ukraine unter Selenskyj, Oleksiy Arestowitsch, räumte ein, dass, Zitat, unser Preis für den NATO-Beitritt mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% ein großer Krieg mit Russland ist. Ich halte fest, der Westen, der ist sehenden Auges in diesen Krieg gelaufen. Er hat die Sicherheitsbedenken Russlands nicht ernst genommen. Er hat einseitig Abrüstungsabkommen gekündigt, hat ehemalige Ostblockstaaten als NATO-Mitglieder eingesammelt, um das Wort Horst Teltschiks hier zu verwenden, und er hat Putin damit in massiver Weise provoziert. Und schließlich hat der Westen 2021 unmittelbar vor dem Krieg ein von Putin vorgelegtes Sicherheitsabkommen zwischen der NATO und Russland einfach vom Tisch gewischt. Das rechtfertigt aus meiner Sicht noch lange nicht diesen fürchterlichen Krieg gegen die Ukraine, den Putin vom Zaun gebrochen hat. Aber es ist an der Zeit, dass wir im Westen unseren Teil der Verantwortung aufarbeiten. Denn nur wenn wir das tun, nur wenn wir daraus lernen, werden wir jetzt den Kurs wechseln. Wir dürfen nicht länger auf Waffenlieferungen, nicht länger auf die verhängnisvolle Logik der Gewalt setzen. Wir müssen verhandeln. Wir müssen alles für eine diplomatische Lösung dieses Krieges tun. Sonst kann er sich zum Weltkrieg ausweiten. Ich war nie ein Freund der Helmut Kohl-Regierung. Deshalb fällt mir dieser Satz jetzt schwer. Aber ich sage ihn dennoch. Ich wünschte mir, wir hätten in der heutigen Bundesregierung Sicherheitsberater mit dem Weitblick und der Größe Horst Teltschiks. Wir wären Friedensvermittler und wir wären nicht nur Waffenlieferant. Und jetzt schauen Sie unbedingt noch mein Video, in dem ich Ihnen die wahren Hintergründe des Ukraine-Krieges aufzeige. Es geht weit über dieses Video hinaus. Es ist ein erschütterndes Dokument, das die diplomatischen Fehler, das die Provokationen des Westens mit Zitaten belegt. Klicken Sie jetzt hier in der Infobox, um diesen wichtigen Hintergrund zu erfahren. Und wir blenden das Video auch gleich noch ein. Und nutzen Sie jetzt gern die Chance, sich 14 Tage kostenlos von mir inspirieren zu lassen. Der Vorteil meiner täglichen Impulse ist, dass Sie nichts mehr aufschieben werden, sondern dass Sie Tag für Tag auf Kurs bleiben, dass Sie Tag für Tag wachsen, dass Sie Tag für Tag Dinge erreichen, die Ihnen bislang noch nicht gelungen sind. In meinem kostenlosen Webinar, das 3-Minuten-Geheimnis, dort verrate ich Ihnen alles darüber, wie Sie mit nur 3 Minuten Aufwand pro Tag, 3 Minuten, Ihr Leben ganz entscheidend verändern können. Klicken Sie jetzt bitte hier. Ich freue mich schon auf Sie. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Wehrle.